Ich leide seit fast 24 Jahren unermesslich. Ich leide mehr als die meisten anderen Menschen. Ich war schon bei Ärzten, Psychologen, Heilpraktiker und auch bei spirituellen Lehrern. Ich habe spirituelle Übungen gemacht, Yoga, Mantra, Qigong und so weiter. Aber nichts hat mir geholfen. Auch habe ich viele spirituelle Bücher gelesen. Ich hoffe, dass ich hier Befreiung von diesem Leid finde. Ich bitte um Hilfe. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich wäre so glücklich, wenn Sie mir helfen können. So I'm suffering since 24 years very, very strongly. I'm suffering more than most other people. I consulted lots of doctors and psychologists and also spiritual teachers. I did a lot of spiritual work, yoga, mantra, qigong and so on. But nothing helped me. I also read lots of spiritual books. I hope that I find a solution here and real liberation from this suffering. I ask for your help. I don't know what I should do anymore, and I would be so happy if you can help me. What kind of suffering is there? She is asking. Welches Leiden erlebst du, Bruno? Ja, Schmerzen, Brennen, ein ungeheurer Druck, lähmende Müdigkeit, keine Energie, Angst. So pain, lots of pressure, lots of fear. And the sense of fear, sir. What kind of fear do you have? Was für eine Angst erfährst du? Was für eine Art? Ja, eine entsetzliche Angst, die schwer in Worten zu fassen ist. A very strong, terrible fear that I can't put in words. Bahu strong ane jabarjast bhay ke jene hu shabdo manathir mukhi shabdo. Vashano vyakti ono bhai chhe ke pachi situation ono bhai chhe ke insecurity ono bhai chhe. Are you afraid and fearful of people or situations or insecurity? Hast du Angst vor Menschen oder Situationen oder bist du unsicher? Nein, die Angst ist, dass was Entsetzliches passiert, dass was Schlimmes auf mich zukommt. Ja, es ist kaum Worte zu fassen, eine entsetzliche Angst, nur kann ich es so umschreiben. So it's a horrible fear that something will happen to me, something that will come to me that I cannot handle. This insecurity. Also Unsicherheit, große Unsicherheit. Ja, schlimmer, Angst, entsetzliche Angst. More than insecurity, strong. What is your name? Was ist dein Name? Bruno. So you are really Bruno, your name is Bruno. Bist du wirklich Bruno oder ist dein Name Bruno? Ja, ich denke nur mein Name ist Bruno. I think only my name is Bruno. So when this wrong belief is there, ego gets generated. And ego feels always insecurity. So, wenn diese falsche Überzeugung da ist, dann ist Ego involviert und das Ego fühlt diese Unsicherheit. And when we get right belief, wenn then du, ego dissolves and we'll get awareness of pure soul. Wenn du die wirkliche, wahre Überzeugung herausfindest und bekommst, dann wird das Ego verschwinden. In worldly things, all these things are relative and temporary. Auf der weltlichen Ebene sind alle Dinge temporär, zeitlich begrenzt. And in relativity, if we find security, we'll never get security. In relativen Welt, wenn wir nach Sicherheit suchen, wir werden niemals Sicherheit finden. Because worldly things are temporary. Weil weltliche Dinge sind nur zeitlich begrenzt. And soul is real and permanent. Und Seele ist rein und permanent und wahr. And if we remain in the awareness of pure soul, then we will feel total security. Und wenn du dieses Gewahrsein von der reinen Seele erfährst, wirst du totale Sicherheit fühlen. So by this real knowledge we can reach to the pure soul and we will get ultimate real security. Und durch dieses wahre Wissen wirst du die reine Seele erreichen und absolut rein wahre Sicherheit erfahren. You understood? Verstanden? Yes. So you have to today we will arrange here for Gnan ceremony. Heute werden wir Gnan Zeremonie arrangieren und machen. And you take this Gnan and understand who am I.
and keep in that awareness. Und du wirst das Gnaden annehmen und wirst erfahren, wer du wirklich bist, und dann behältst du dieses Gewahrsein. Atoms of fear in Bruno, not in pure soul. Und seid ihr gewahr, die Atome der Angst sind in Bruno, nicht in der reinen Seele. We have to keep separation. Wir müssen die Trennung aufrechthalten. Very similarly, atoms of pain in our body. Das gleiche mit dem körperlichen Schmerz. And we have to keep separation. Wir müssen Trennung aufrechthalten. When we believe that I have pain, so it multiplies pain. Wenn wir glauben, ich habe Schmerz, dann multipliziert es den Schmerz. And if we remain knower and seer for the pain, so pain will remain as it is, but we will feel separation from pain. Aber wenn wir wissender und sehender bleiben von dem Schmerz, dann bleibt der Schmerz, wie er ist, aber wir sind befreit von diesem Schmerz. So wir bleiben in uns. Remain in awareness of our pure soul. Wir bleiben in dem Gewahrsein in unserer reinen, der reinen Seele. For Dada Bhagwan or for me, I have so many pain in my body sometimes. Manchmal habe ich so viel Schmerz in meinem Körper. I can remain separate. I can know and see that pain in body, not in me. Und ich kann aber getrennt bleiben und ich kann sehen und wissen, da ist Schmerz im Körper, aber nicht in mir. I am pure soul. Ich bin reine Seele. Just lakda sadakta hoye to jonaro daje. If the logs of wood are burning, would the observer get burnt? Also wenn also Holz sozusagen ein großer Stock von Holz verbrannt wird, wird der Betrachter verbrannt? Observer can burn? Wird der Betrachter verbrannt? Nee, das Holz. No. So just like a soul is observer. Und wie das die Seele ist, sie ist nur der Beobachter. So if we remain in the stage of pure soul, we'll observe pain and fear and whatever suffering, we can keep separate. Wenn wir in dem Zustand der reinen Seele bleiben, dann kann trotzdem Schmerz erfahren werden, aber wir bleiben getrennt. And whatever fear and pain coming today, it is result of past. Und alle Angst, die heute auftaucht, ist das Ergebnis von der Vergangenheit. And if we remain in the awareness of pure soul, slowly that pain and fear will dissolve. Und wenn wir in diesem Gewahrsein der reinen Seele bleiben, wird langsam diese Angst und wird verschwinden und der Schmerz verschwinden.